Hallo und herzlich willkommen, liebe Steinböcke. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir schauen heute wieder rein in die Energien für die Steinböcke, Sternzeichen, Aszendenten oder auch wenn du deinen Mond im Zeichen Steinbock stehen hast, kannst du hier vielleicht in Resonanz gehen und eine Botschaft für dich mitnehmen. Und zwar schauen wir uns heute die letzten beiden Oktoberwochen an. Was zeigt sich im Oktober für die Steinböcke? Ende Oktober, die letzten 2 Wochen. Das schauen wir uns an mit einem. Okay. Eine allgemeine Karte wollte ich und da kommen zwei. Da haben wir die innere Wahrheit und die Ausgewogenheit. Ja, es geht darum, hier irgendwo in die Mitte zu kommen, in die Ausgewogenheit, die Balance zu finden. Ja, es ist ja auch das Thema jetzt von diesem Vollmond, der ja heute stattfindet. Ja, eine neue Balance, Ausgeglichenheit, Ausgewogenheit zu finden, aber auch deine innere Wahrheit zu erkennen, zu leben, zu vertreten und vielleicht im Zuge der Erkenntnis deiner inneren Wahrheit zu einer neuen Balance, einer neuen Ausgewogenheit zu finden. So, jetzt hätte ich hier gerne eine weitere Energie für die Steinböcke. Ja, hier haben wir auch die Maske. Na, hier geht es ja wirklich auch darum, Masken abzulegen und deine innere Wahrheit zu erkennen und nicht zu verbergen. So, da haben wir den Engel des Sanftmutes und wir haben die Zwillingsflammen. So, also hier könnte es eine Seelenverbindung mit einem Menschen geben, ja, vielleicht eine freundschaftliche Liebe oder einen Weggefährte, eine Partnerschaft, was auch immer. Hier geht es um zwei Menschen, die sich hier sehr ähnlich sind. Gleich und gleich gesellt sich gern. Ja, egal, ob das jetzt, wie gesagt, beruflich, freundschaftlich, ja, partnerschaftlich, sonst irgendwie eine seelische Verbindung ist hier angezeigt. Und wir haben hier auch die Herzöffnung und Herzheilung. Es könnte also darum, um das Thema Herzheilung bei dir gehen, dass du dein Herz öffnest, dein Herz befreist und heilst. Das ist ja auch die Energie vom Herzchakra. Und da geht es auch um Barmherzigkeit und Mitgefühl. Auch das könnte hier wichtig sein für dich, mitfühlend dich zu zeigen. Das haben wir hier, Yang-Energie. Es geht um die männliche Schaffenskraft. Ja, das ist ja auch, wie gesagt, das ist gerade Vollmondenergie, ne? Vollmond im Widder, das ist ja hier sehr männliche Schöpferkraft, die wir damit gerade sehr aktiviert haben. Ja, da geht es eben darum, zum einen deine Wahrheit zu verkörpern, zum Ausdruck zu bringen. Da geht es um Vorwärtsbewegung, Neues zu schaffen, risikobereit zu sein, mutig, ja, zuversichtlich, positiv, lebensbejahend, proaktiv, Neues anzupacken und ja, diese Vorwärtsbewegung, ja, das ist diese Antriebskraft, die ist wichtig für dich. Und dann haben wir das Trigon, ja, da haben wir die Harmonie, die Unterstützung der Engel und etwas kommt ins Fließen. Zwei Energien, die sich hier verbinden zu einem Trigon, die wirken sehr förderlich auf dich, für dich. Ja, also vielleicht, ja, hast du gerade hier ein Trigon, was hier gerade sehr förderlich für dich ist oder etwas ins Fließen bringt, oder es sind einfach hier die Energien, die jetzt etwas, was du jetzt anpacken möchtest, unterstützen, wo du Unterstützung hast, wo etwas jetzt wirklich hier ins Fließen kommen kann. Okay, dann werde ich jetzt mal in das Tarot reinschauen. Für die Steinböcke, was zeigt sich hier? Erstmal muss ja alles aufs Bild passen. So. Worum geht es für die Steinböcke? Die letzten 2 Oktoberwochen. Was ist wichtig? Wir schauen uns eine Situation an, eine aktuelle, eine Herausforderung. Und die Lösungsoptionen. Uiuiui. Für die Steinböcke.
So, jetzt muss ich hier mal aufpassen. Die Steinböcke für die Steinböcke. Okay. Also, was haben wir denn hier? Also, wir sehen hier auf jeden Fall was sehr Kämpferisches. Ja, 7 der Stäbe zeigt mir hier schon. Das ist dir diese proaktive Yang-Energie, ja, dieses mutige, entschlossene, für dich einstehen, so eine Verteidigungsenergie, wo du hier irgendwie sehr entschlossen bist. Wir haben hier den Ritter der Münzen. Ritter der Münzen ist eigentlich ein sehr langsamer Ritter. Da geht es um deine Werte. Das ist eigentlich auch so eine schöne Energie, die gut zum Steinbock passt, ja, um deine Verlässlichkeit, Beständigkeit. Da geht es um Regeln, da geht es um Struktur, Disziplin. Ehrgeiz, da will man Werte erschaffen. Ja, vielleicht kämpfst du hier für deine Werte, stehst für deine Werte ein, die sehr wichtig für dich sind. Ja, also das ist eine sehr beständige Energie, aber auch sehr langsame, eine kontinuierliche, wo man wirklich konstant einen Weg geht und verfolgt und sich hier auch wirklich gegen alle möglichen Gefahren oder Angriffe verteidigt und zur Wehr setzt. Ja, sehr entschlossen. Sehr mutig, kämpferisch, entschlossen und beharrlich, ja. Ja, 3 der Münzen zeigt den Aufstieg. Ja, du bist hier gerade dabei, dich zu erheben auf eine neue, höhere Ebene. 3 der Münzen, das ist so diese Karte, die Energie der Meisterschaft. Da geht es darum, eine Phase jetzt zum Abschluss zu bringen, um aufzusteigen auf eine höhere Ebene. Das könnte jetzt beruflich sein, dass man sich selbstständig macht oder dass man befördert wird, dass man irgendwie beruflich ja, auf die nächsthöhere Stufe, Ebene kommen möchte und damit eben auch eine alte Phase zum Abschluss bringt. Dafür zeigst du jetzt, was du gelernt hast, der stellst deine Fähigkeiten unter Beweis. Man stellt sich hier eine Art Prüfung, ja, irgendeine Prüfungssituation. Diese Prüfung ist nicht immer wirklich so explizit erkennbar. Es geht hier mehr darum, dass du jetzt durch dein Können, was du jetzt beweist, hier auf eine höhere Ebene aufsteigst. So, das könnte jetzt also beruflich sein, es kann aber auch zwischenmenschlich oder in deinem Bewusstsein ein solcher Aufstieg hier stattfinden, dass du einfach eine alte Phase jetzt abschließt und auf eine höhere Ebene kommst. Da geht es auch um Teamwork, das ist ja auch die typische Energie, die Teamworks-Karte. Steht für mich nicht so im Fokus, sondern eher der Aufstieg. Aber hier geht es eben auch darum, Dinge gemeinsam zu lösen und durch Zusammenarbeit auch auf eine höhere Ebene zu bringen. Ja, die Ausgangssituation. Ein Aufstieg. Und jetzt haben wir hier eine große Chance und eine glückliche Fügung. Okay. Also, ich habe das unterteilt, diese 3, das sind die 3 Säulen. Wir haben hier die bewusste Ebene, die unbewusste Ebene und die äußere Haltung. Die Haltung, die du nach außen zeigst. Ja, da sehen wir hier, dass du vielleicht nach außen zeigst, dass du hier gerade dabei bist, ja, dich auf eine höhere Ebene zu erheben. Dass du deine Fähigkeiten hier einfach wirklich auch zeigen willst, dass du etwas kannst, dass du hier etwas auch gelernt hast und dass du eine Phase abschließen willst. Ja, wir sehen hier auf der unbewussten Ebene so eine innere Verteidigungshaltung, die dir vielleicht gar nicht so bewusst ist. Also vielleicht bist du so ein bisschen, fühlst du dich angegriffen oder fühlst dich hier in der Not, dich verteidigen zu müssen, ja, so in der Defensive so ein bisschen. Ja, dieses für dich kämpfen zu müssen, ja. Aber dir sind deine Werte eben sehr bewusst. Also du empfindest das gar nicht so. Ja, du siehst dich hier einfach sehr klar und fokussiert, sehr strukturiert. Du folgst hier treu deinen Werten, bist hier sehr beständig, verlässlich, loyal, aber auch einfach sehr konsequent. Ja, du erkennst jetzt hier, dass es gerade eine große Chance gibt, ein Gewinn, ein Geschenk. Und diese Chance darfst du nutzen. Ja, es ist für dich hier irgendwie eine als Herausforderung dargestellt. Ich weiß nicht warum, weil wir sehen, es gibt hier irgendeine Fülle, eine sehr, sehr gute Möglichkeit oder eine Chance, die dir hier geboten wird, hier etwas zu entfalten, dich zu entfalten, etwas zu starten, was hier wirklich erfolgreich sein würde. Ja, wir haben das Ass der Stäbe. Und das ist eine große Chance, die sich hier zeigt, die hier auch auf der unbewussten Ebene liegt. Ja, vielleicht bist du dir dessen gar nicht so richtig bewusst, aber es geht jetzt darum, diese Chance hier zu erkennen und zu entfalten. Ja, und das ist, wie gesagt, hier Yang-Energie. Etwas anpacken, mutig, Risiken eingehen, sich etwas Neues wagen,
der Begeisterung folgen, ja, Feuer und Flamme zu sein für etwas, ein Abenteuer, sich auf ein Abenteuer einlassen, eine Reise oder ein Projekt, wie gesagt, etwas anpacken, etwas starten, mutig sein. Das ist hier so diese Chance, die hier liegt. Und dir ist hier bewusst, dass es eine Gelegenheit gibt. Ja, du erhältst hier vielleicht auch eine Unterstützung, einen Gewinn oder ein Geschenk irgendeiner Art. Und das darfst du hier eben auch nutzen und erkennen. Wir sehen hier aber, dass du dich im Außen sehr zweifelhaft zeigst. Also du bist hier hin und her gerissen ja, du zweifelst sehr stark an einer Sache und das ist eben auch das, was du hier nach außen zeigst. Ja, große Zweifel, Unsicherheiten. Bezüglich vielleicht dieser Chance oder auch bezüglich des Gewinns oder des Geschenks, was du hier bekommen hast oder was sich hier aktuell dir bietet, da überlegst du hin und her und bist so nicht so richtig klar. Ja, Schwierigkeiten, eine Entscheidung zu treffen. Okay, was sollst du jetzt hier tun? Wohin führt das? Oh, als allerletztes kommt hier der Turm. Das ist spannend. Ja, da geht es um deinen Durchbruch. Also du sollst hier wirklich einen Durchbruch wagen, einen Umbruch. Wir haben hier die drei der Stäbe, die zeigt, dass du hier nach vorne schaust und nach vorne schauen sollst. Du sollst erkennen, was hast du schon geschafft, was hast du erreicht. Ja, drei der Münzen, drei der Stäbe. Ja, das ist wirklich, du hast dir etwas erarbeitet. Ja, du bist aufgestiegen, du hast jetzt ein neues Level erreicht und jetzt darfst du nach vorne schauen und anfangen zu planen, dir neue Ziele anzuvisieren, jetzt zu schauen, was möchtest du jetzt erschaffen, erreichen, wohin zieht es dich jetzt, dir deine weitreichenden Perspektiven bewusst machen. Das ist jetzt mal das Erste. Ja, und dann haben wir hier eben auch die Energie von Freude, Dankbarkeit, Feste, Festlichkeiten, auch weil etwas geschafft, weil etwas erreicht wurde, dass man jetzt hier ausgelassen auch feiert, dass man hier auch sich Zeit zum für Freunde nimmt oder für schöne Momente, um ausgelassen und besinnlich schöne Momente zu erleben, gemeinsam ausgelassenes Feiern. Ja, und das ist eben auch die Energie von Dankbarkeit und Freude, die du hier, wo du hier reinkommen darfst. Ja, vielleicht geht es auch darum, hier weniger kämpferisch aufzutreten und stattdessen mehr in diese Freude zu kommen, in die ja, dich für das Schöne im Leben ja auch ein bisschen zu öffnen. Herzöffnung, ne? Engel des Sanftmutes. Dein Herz zu öffnen. Etwas vorwärts bringen. Ja, also der Turm bringt etwas zum Einsturz. Und zwar zu enge Verhältnisse, verkrustete Vorstellungen, irgendetwas, was zu eng geworden ist. Wo eine Veränderung, wo etwas aufbrechen muss. Ja, damit hier neue Entwicklung und Veränderung stattfinden kann. Es kann also sein, dass mit dem Turm etwas Unerwartetes auf dich zukommt, plötzliche Ereignisse stattfinden, ja, die dich hier so ein bisschen aus der Fassung bringen könnten. Es kann sein, dass plötzlich dein Weltbild Kopf steht oder du vor irgendwelchen Scherbenhaufen stehst, dass hier irgendwie, kann natürlich auch sein in Bezug auf eine Verbindung hier. Wir haben jetzt hier drei der Kelche, ist eigentlich jetzt kein klares Gegenüber, es ist mehr so eine das ist mehr, also es könnten hier Freundschaften sein oder auch so eine Dreierkonstellation könnte das hier sein bei einigen, dass hier etwas in dieser Angelegenheit hier Kopf steht oder dass da auch etwas aufbricht. Das ist auch möglich. Ansonsten ist es dein Durchbruch in eine neue Freiheit. Ja, was soll man hier drunter liegen? Der Ritter der Schwerter. Der ist hier auch sehr auf Konfrontationskurs, der möchte etwas klären. Ja, vielleicht willst du dir Luft machen. Vielleicht willst du Dinge hier ausdiskutieren, aussprechen. Bist du sehr, sehr kritisch. Ja, vielleicht trittst du ja einfach im Außen sehr kritisch auf, aber auch sehr so ein bisschen kämpferisch. Ja, also Ausgewogenheit, ne? Komm in die Mitte. Aber natürlich teile deine Wahrheit mit. Ja, spreche deine Wahrheit, lebe deine Wahrheit. Darum geht es hier schon. Da kommt der verwundete Krieger. Ja, also wir haben auf jeden Fall die zwei großen Kampfkarten hier. Sieben der Stäbe und neun der Stäbe. Das ist eine sehr starke Entschlossenheit. Ja, das sehe ich eben auch hier. Demonstrative Stärke ist das. Also du stehst hier für irgendetwas ein. Du bist hier absolut nicht davon abzubringen, hier irgendetwas durchzuziehen oder einfach, ja, für deine Wahrheit einzustehen.
dich zu schützen. Das Ding ist, man fühlt sich bedroht bei den Neun der Stäben. Das ist so eine Energie von, ja, man fühlt sich angegriffen, man fühlt sich bedroht, man hat das Gefühl, sich schützen zu müssen, weil man mal verletzt wurde, weil es alte Verletzungen gibt und jetzt will man hier, ne, hat man dicht gemacht, man macht hier zu, man macht eine Tür zu. Kann eben auch zu einer Verhärtung führen, zu einer inneren Verhärtung, die es eben jetzt auch nicht erlaubt, neue Erfahrungen, neue Erkenntnisse zuzulassen. Da ist eine Verhärtung und deswegen ist es, Herzöffnung ist hier wirklich wichtig. Gerade bei dieser, wenn diese Energie auftaucht, dann geht es immer um Herzöffnung, weil alte Energien noch das Herzchakra belasten. Ja, da ist irgendwie angestaut, könnte auch angestaute Wut sein, dass man sich jetzt hier Luft macht, ja, dass man hier wirklich jetzt etwas in die Klärung bringen möchte, dass man impulsiv entschlossen hier jetzt, ja, sich Dampf ablässt, ja. Da geht es ums Recht haben, das sind Streitigkeiten, Diskussionen. Weil du hier für etwas einstehst, für dich, weil du dich verteidigen willst, kämpfen willst. So, und dann haben wir hier die Königin der Schwerter. Das könnte jetzt deine Energie sein oder ein Gegenüber. Das ist auf jeden Fall eine Person. Könnte sein, dass es da eine Person gibt, die dir gegenüber sehr kühl und unnahbar ist. Ja, dass da jemand einfach sehr abweisend ist und unnahbar. So ist es eine. Oder es ist deine eigene Energie, die jetzt sehr unabhängig ist, sehr kühl, sehr distanziert und auch unnahbar. Das passt natürlich auch zu den Neun der Stäben, dass auch du hier gerade sehr kritisch und sehr verstandesorientiert. Ja, da geht es eben um deine Unabhängigkeit. Dass du hier einfach sehr klar bist, Klarheit, deine Wahrheit aussprichst. Und dich bedroht fühlst. Ja, es kann aber auch sein, dass du dich von einer Person hier bedroht fühlst. Ja, ich habe schon das Gefühl, einige fühlen sich hier bedroht. Von kritischen Auseinandersetzungen, von Härte, Kälte, die hier in irgendeiner Weise auf dich zukommt. Ne, weil wir sehen ja, hier, schau mal, der verwundete Krieger steht hier umgeben, ja, von einem stürmenden, feindlichen Ritter, der mit einem Schwert, ja, der auf dich zustürmt und von einer kühlen, ja, fast, ja, herzlos erscheinenden Königin der Schwerter und dann in der Mitte hier der verwundete Krieger, wo ich eben dich auf jeden Fall sehe, ja, der hier sich bedroht fühlt und versucht, sich hier zu schützen. Also es kann eben auch sein, dass du hier dich angegriffen fühlst oder dass jemand eben auch sehr kühl und abweisend, unnahbar sich hier zeigt und dass es hier Konfrontationen gibt und Auseinandersetzungen. Okay, wo es jetzt eben darum geht, eine höhere Ebene zu betreten und eine alte Phase abzuschließen. So, es gibt eine große Chance zu nutzen, die darfst du erkennen. Und es geht darum, dich zu entfalten, etwas Neues zu starten, mutig voranzugehen. Und es darf dafür irgendwie ein alter Rahmen durchbrochen werden, ein altes Verhältnis aufgebrochen werden, ein zu enger Rahmen. Ja, das sind eben oft so alte Sicherheiten. Das könnte also ein alter Job sein, den man kündigt. Es könnte eine Beziehung sein, die aufbricht. Es könnte eine Illusion, Wünsche, Vorstellungen sein, die hier auf einmal scheitern, brach liegen. Gescheiterte Hoffnungen sind das auch manchmal mit einer Person. Es ist auf jeden Fall die Chance, hier zu einer neuen Freiheit und neuen Weiterentwicklung hier zu kommen und eben jetzt auch dich auf die Zukunft zu fokussieren, auf das, was du jetzt erarbeiten, erschaffen, erreichen möchtest, wo du dich jetzt hier drauf ausrichten willst. Wir schauen mal. So, hier haben wir jetzt den Reichtum, die Fülle. Mal gucken, was das jetzt hier bedeutet, die Fülle. Also, Reichtum ist, nee, da geht's, bei Reichtum geht es nicht nur um Geld und Finanzen, auch wenn das wichtig ist, aber es geht auch um den Reichtum des Lebens, die Fruchtbarkeit von Ideen und die Fülle der Freuden des Lebens. Gerechtigkeit wird sich einstellen. Ja, also es geht darum, dass du dich in der Fülle fühlst, in diese Fülle kommst. Ja, das ist eben hier auch die Freude, ne? Das sehe ich eben hier auch die drei der Kelche. Dass du dich hier wirklich mehr dieser Freude und Fülle im Leben öffnest, ne?
und das stärker anziehst, dich stärker darauf fokussierst. Ja. So, einen Meister hätte ich hier gerne. Für die Steinböcke. Herzerwachen. Ja, Lady Nala, das ist für mich hier auch nochmal der Engel des Sanftmutes. Na, hier geht es um die Herzöffnung. Das ist der verwundete Krieger, neun der Stäbe. Da sehen wir ein belastetes Herz. Werde wach fürs Annehmen und für die göttliche Liebe. Bring Geben und Nehmen ins Gleichgewicht, Ausgewogenheit. Na, das ist das Thema hier auch. Da soll etwas wieder ausgeglichen werden. Geben und Nehmen. Wir schauen mal, was hier noch für eine Botschaft kommt von Lady Nada. Die Höhle deines Herzens öffnet sich weit für dich, damit du göttliche Liebe erleben kannst. Du hast jetzt die Gelegenheit, Schmerzen, Herzleid und Enttäuschungen aus der Vergangenheit zu überwinden. Diese Zeit ist bestens dazu geeignet, dass du dich selbst schätzen und lieben lernst und dir dann erlaubst, dass auch andere dich schätzen und lieben. Wenn du spürst, wie sich die Liebe deutlich in deinem Herzen offenbart, sei mutig und übe dich im Vertrauen. Du wirst so daran erinnert, dass wenn wahre Liebe da ist, keine Hindernisse überwinden muss. Die Liebe ist dann einfach da, klar, rein und dazu bereit, von dir erlebt zu werden. Beziehungen werden auf allen Ebenen des Lebens in Harmonie gebracht. Harmonie gebracht. Hier. Die Beziehungen liegen hier. Herzöffnungen, Ausgewogenheit. Gib und empfange göttliche Liebe für dich und alle, die um dich sind. Ja, also öffne dich für die Liebe, für die Freude, für die Verbundenheit, für die Gemeinsamkeiten. Das ist, was ich hier sehe. Sprenge einen Rahmen. Einen leblosen Rahmen. Manchmal ist es auch die Starre im Denken oder ja, ich meine, wir haben ja hier, okay, Ritter der Münzen spiegelt sich hier auf den Turm. Der Ritter der Münzen steht ja auch für bestimmte Werte und Prinzipien, aber auch für eine gewisse, in seiner Schattenenergie, für eine gewisse Unflexibilität im Denken. Das heißt, wenn man zu sehr an gewissen Vorstellungen und Regeln und Strukturen festhält, dann kann das eben in einer Art von Starre oder Starrsinn auch mal sich ausdrücken, also das wäre dann halt der negative Pol, wo es dann ja zu, das ist einfach etwas, was leblos ist, wo dann nicht auch nicht viel Platz und Raum für Liebe, für Gefühl, für spontane Freuden, Veränderungen und so weiter möglich ist. Und ich denke, das ist irgend so eine Art von Rahmen, die jetzt hier aufgesprengt werden soll oder eben auch aufgesprengt wird. Also so erscheint mir das hier. Geht es darum, hier die Chance zu nutzen, neue Lebendigkeit, neue Lebenslust, Lebensfreude zu entwickeln, zu integrieren, proaktiv Neues mutig anzupacken, ja, Geschenke zu nutzen. Wie gesagt, hier gibt es irgendetwas, glückliche Fügungen, die jetzt hier genutzt werden dürfen, ja. Wir schauen mal, ja, ein Krafttier hätte ich gerne noch hier für die Steinböcke. Die Katze kommt hier mit einer Botschaft. Auch ähnliche Farbe hier wie Lady Nada, ist auch spannend. Sei vollkommen entspannt, fokussiert und aufmerksam. Folge deinen Impulsen. So, wie die Katze. Und zwar, Selbstbestimmung ist der Weg der Heilung. Der Weg zur Heilung. Unabhängigkeit. Nee, unabhängig folgst du dem Weg deiner Bestimmung. Unabhängig. Wir hatten hier die Unabhängigkeit mit der Königin der Schwerter. Unabhängig folgst du dem Weg deiner Bestimmung. Kann auch diese Entschlossenheit natürlich sein, die von dir ausgeht hier, ja, ohne dass du dich bedroht fühlst von jemandem, sondern dass du einfach hier fest entschlossen bist, etwas unbedingt durchzuziehen, ne? Also das kann es eben auch sein. Tu das, wonach du dich sehnst. Eine Botin der Sonne und des Mondes bringt dir die strahlende Kraft des Seins. Indem du dem folgst, was mit dir im Einklang ist, findest du deine Mitte und deinen Platz. Entspanne dich. Oft hängt unser Selbstwertgefühl vom Verhalten anderer Menschen ab,
Von ihnen erhoffen wir uns Anerkennung, Liebe, Aufmerksamkeit, Streicheleinheiten, seelische Nahrung und Lob. Wir haben Angst vor ihrer Ablehnung. Wer von uns möchte nicht geliebt, angesehen und gelobt werden? Die Katze betritt dein Leben, um dich die Unabhängigkeit zu lehren. Frei nach dem Motto, wenn du nicht mit jenen zusammen sein kannst, die du liebst, so liebe die, mit denen du zusammen bist. Zum Beispiel dich selbst. Mache dich frei von der Meinung anderer. Sie haben nur so lange Macht über dich, wie du es zulässt. Liebe beginnt bei dir selbst. Erkenne dich selbst an und nimm dich so, wie du bist, in deine liebenden Arme. Gib dir einen Platz in deinem Herzen. Bei dir selbst bist du in guten Händen. Wenn nicht, dann wird es Zeit, dass dem so ist. Ja, die Herzöffnung. Also das ist hier wirklich der Fokus. Kümmere dich eine Zeit lang um dich selbst, so wie du es für andere tun würdest. Höre dir zu, mache es dir in deinem Leben gemütlich und bequem. Strecke dich wohlig aus und fühle dich jederzeit geliebt. Umgib dich mit Dingen, die dir Kraft schenken. Triff dich mit Leuten, die dich schätzen und lasse die Menschen in Frieden weiterziehen, die dir im Moment nicht gut tun. Entspanne dich, so löst du die Muster der Abhängigkeiten und der negativen Erwartungen. Durch Selbstbestimmung und Unabhängigkeit schaffst du ein neues Resonanzfeld für glückliche Erfahrungen. Ja, lasse los und sei frei. Lasse alles los, was dir jetzt nicht dient, selbstbestimmt. Ja. Okay. Ich werde noch eine Karte hier von dem Waldorakel hier ziehen für die Steinböcke. Was ist jetzt wichtig für dich? Rückzug. Ja, zieh dich zurück, tanke auf, nähre dich, reflektiere. Ja, da geht es um den Rückzug. Nimm dir eine Auszeit, ja. Und tu etwas, was dir gut tut. Vielleicht auch von allzu vielen geschäftlichen, also geschäftigen Angelegenheiten, Ablenkungen. Vielleicht aber auch von Menschen, die dir nicht gut tun. Also einfach der Rückzug. Ja, Rückzug, dass du in deine Kraft kommst. So, hier kommt noch eine große Sinfonie. Eine große Sinfonie. Das schaue ich mir jetzt nochmal an, worum es da geht. Ja, da geht es um das ist das Herzchakra. Okay, das ist spannend. Ja, weil bei diesen Karten, das ist alles hier in Chakren aufgeteilt. Das Herzchakra. Ja. So, die Themen hier sind eingebunden sein, Teil des Ganzen sein, Beseitigung von Vorurteilen, sehen, wie alles miteinander zusammenhängt. Darum wissen, dass all unser Tun Konsequenzen hat, Einheitsbewusstsein, das Ende des Getrenntseins. Ja, also da darf irgendeine Mauer eben auch in dir eingerissen werden. Du musst dich ganz darauf konzentrieren, dein einzigartiges Selbst zu sein, denn niemand sonst kann deine ganz besondere Melodie zur Sinfonie der Welt beitragen. Aber genauso musst du lernen, selbstlos zu sein und das Wir vor das Ich zu stellen, indem du dich als Teil des Bewusstseins siehst, das uns alle miteinander verbindet. Du bist jetzt aufgerufen, einen Schritt zurückzutreten und das Gesamtbild zu betrachten. Schau dich um, bis dein individueller Beitrag auf der Bühne der Welt an Kontur verliert und mit der ganzen Pracht des Lebens verschmilzt. Es ist wahr, was du bist und was du tust, ist von weitreichender Bedeutung. Bedenke aber, wenn du Musik hörst, ist es die ganze Melodie, nicht eine einzelne Note für sich genommen, die das Lied zum Leben erweckt. Frage dich also heute, ob du Teil von etwas Größerem sein willst. Kannst du die Regeln und Belange der Gemeinschaft über deine eigenen Bedürfnisse stellen? Kannst du dich ganz dem Prinzip der Einheit in der Vielfalt aufschließen, indem du alle Töne der Sinfonie freudig begrüßt? Ja, also es geht hier, ja, also dass man hier etwas in den Ausgleich, in die Harmonie bringt, ne? Eben gerade auch in Verbindung, Beziehungen, einen neuen, ja, also dein Herz öffnest, eine neue Harmonie herstellen kannst, ein neues Gleichgewicht finden. Ja, Herzchakra, da geht es auf jeden Fall immer auch darum, das Herz zu öffnen, dass die Liebe auch fließen kann, auch gerade in einer Verbindung oder in deinen Verbindungen.
dass man auch ein Wir-Gefühl, ein Gefühl von Gemeinsamkeit, Verbundenheit auch wieder stärker spüren kann. Und darum geht es eben hier auch bei den drei der Kelchen. Ne? Das ist ja eben diese Energie von gemeinsame Freude, Dankbarkeit, Zusammenhalt, ja, Herzheilung, Herzöffnung. Liebe Steinböcke, das ist das hier, was ich jetzt für dich bekomme. Ich hoffe, du konntest hier etwas für dich mitnehmen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder gerne auch ein Abo. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.